Julian, was hast du denn da heute? C64. Ein C64? Ein Originalcomputer. Welche Spiele kommt du da spielen? Das ist ja cool. Den habe ich noch im Original. Der ist dann größer. Willst du mal aufmachen? So viele Spiele kann man spielen. Ja, die sind da alle drauf. 64 Spiele. Boah, cool. Komm, mach den mal auf, dann gucken wir mal, was da drin ist. Ja, du sollst aufmachen. Ich soll aufmachen? Ach, du schaffst es schon. Hier. Ja, oder hier. Ja, nicht aufreißen, bitte. Guck mal. Die müssen weg jetzt. Heute wollte ich mir eigentlich auch wieder der Drameisen. Ich bin Julian der Drameisen-Tester. Der Ameisen-Tester bin ich. Naja. Okay, ich muss mal auf, wie das aussieht. Das ist echt cool. Cool. Ich hab's mir anders vorgestellt, aber. Mach das mal auf. Mach auf. Das auf. Boah. Cool, das ist so cool. Hier. Digga, was machen? Das ist zum Steuern. Das nennt man Joystick. Und das ist der Computer. Ich habe alle diese Nummer-Drücke. Ja, die Tasten gehen nicht so ganz. Muss du die kaputt machen? Nee, das sieht nur so aus, als wäre es ein Computer, ist aber leider kein. Da kann man aber alles als direkt anschließen. Kann man auch die Spiele machen? An den Fernseher. Das haben wir jetzt hier keinen, aber... Kann man da die Spiele machen? Das machen wir nächstes Mal. Dann. Papi, muss man da hinten draufhauen? Nein, guck mal hier. Und alles anschließen. HDMI-Ausgang. Was soll das Power sein hier? Power, ja. USB-Power. Aber jetzt darfst du das wegräumen. Jetzt schon wegräumen? Ja. Und noch gar nicht ausprobiert. Na, das soll auch nicht ausprobieren. Ich finde das klasse. Ich nicht. Shot Pro hieß der Dauer. Das ist aber eine ganz andere Qualität hier. Na gut, das testen wir nächstes Mal. Müssen wir uns erst einen Fernseher kaufen. Ja. Aber jetzt einräumen. Einräumen. Das war's schon. Das war der Test. Ich will mir das gar nicht richtig testen. Hier ist ein Spiegel! Bitte ein Spiegel. Ihr wolltet doch hier erst dieses komische Schwammspiel machen. Na, wo will ich doch nicht. Doch nicht? Nein, ein Spiegel. Weißt du, wie das geht? Ja. Ich kenne das nicht. Ich kenne das! Wie, du kennst das? Da muss man, wenn man eine Nummer wirft,